Und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Sekunde, ich muss mal kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja, tut sie. Alles klar. Gut, dann kann es ja losgehen. So ganz gemütlich heute mal. Ruckler, Alarm. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Hausbau beschäftigt. Und nein. So. Und ja genau, wir haben unser Feld angelegt. Auf jeden Fall. Jetzt fällt's mir wieder ein. Alles klar, gut. Wir waren aber auch noch dabei, was anderes zu machen. Nämlich, zack. Zack. Wo ist es hin? Hallo? Buch? Das Buch ist bestimmt. Ach nee, da war's. Da war's. Ich hab's gesehen. Im Augenwinkel, da war's. So. Wir wollten uns ja einen Verzauberungstisch machen. Und ich hab aber einfach mal. Ich hab aber das Rezept nicht mehr im Kopf gehabt. So. Nein. So. Und zack, hatten wir den Verzauberungstisch. So, dann kann man Obsidian da reinmachen. Eigentlich kann man auch den Verzauberungstisch da reinmachen. Weil Verzaubern bringt jetzt uns noch nicht so viel. Wir brauchen ja Bücherregale, wo ich eigentlich mal gucken wollte, wegen einem Dorf. Dass wir dann vielleicht einfach mal ein paar Dorfbewohner überfallen. Wir haben jetzt gar keinen. Wo ist denn das? Haben wir nur noch das hier? Hatten wir nicht noch normales Akazienholz? Das könnten wir, genau hier. Das können wir dann nämlich verballern für Sticks, weil ich habe nicht vor, dieses Holz zu verwenden, weil mir, ja, die Textur ist jetzt auch nicht so pralle. So, oh, bisschen viel, aber ist egal. So. Und dann machen wir uns auf jeden Fall eine Axt. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Zwei neue Schaufeln. So. Und was brauchen wir noch? Schwert haben wir. Bogen brauchen wir nicht. Spitzhacke brauchen wir nicht. Axt haben wir. Schaufeln haben wir. Die Sense brauchen wir auch nicht. Okay. Müsste ja dann erstmal ausreichen. Kann man die Sticks hier nämlich reinhauen. So. Essen haben wir. Ja gut, da haben wir noch ein paar Probleme. Schauen wir mal. Unser Feld war jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Können wir mal gucken, ob das jetzt schon gewachsen ist. Ich denke mal nicht, weil in der letzten Folge ich mich ja dann auch... Oh, hi. Hi, Mensch, Besuch. Wir haben uns ja dann direkt ausgelockt und hatten dann demnach natürlich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas hier zu schaffen. Genau. Sieht mau aus. Gut. Ich überlege gerade, in irgendeiner Richtung lag war ein Dorf. War das da drüben? Oder war das in der Wüstenregion? Ich weiß es nicht mehr. Das ist noch ein Skelett. Hallo. So. Ich weiß ja gar nicht, warum wir den Bogen mal mit uns rumschleppen. Zweimal schießen, dann ist der eh futsch. Ja gut, wir laufen jetzt einfach mal los. Ich habe die Koordinaten jetzt gar nicht gemerkt. Die waren jetzt... 6.017.547. Wenn es drauf ankommt, habe ich es eh wieder vergessen. So, da haben wir auf jeden Fall noch mehr Kohle. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht hier irgendwas finden. So einen kleinen Überblick müssen wir uns auf jeden Fall mal verschaffen. Aber es kann ja nicht so schwer sein, den Dorf zu finden. Oh. So, aua. Ja, es ist einfach zu... anstrengend diese Bücherregale zu machen, dadurch, dass ja diese Änderungen in Minecraft eingetreten sind, sage ich jetzt mal so, hat das ja nicht so ganz geklappt. Hatten wir nicht mal einen Sattel, dann hätten wir uns doch jetzt mal einen Pony holen können, Mensch. Oh, oh, oh. Unsere Hungeranzeige nimmt ganz schön ab. Wenn wir so rasen. Dann sollten wir das auf jeden Fall erstmal lassen. Aber hier haben wir auch Kühe. Dann kriegen wir auch nochmal notfalls ein bisschen Leder. Falls es doch so weit kommen sollte, dass wir kein Dorf finden,
Aber ich meine, wir werden jetzt finden, muss das ja nicht. Die Frage ist nur, wann? Da kriegen wir natürlich auch noch mal ein bisschen was zu futtern. So. Weil wir brauchen das Leder, das ist ja halt leider doch nötig. Auch wenn es schade ist. Hier geblieben. So nicht, mein Freund. Gut. Gut, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo werden wir hier bestimmt ein Dorf haben. Wir nehmen auf dem Weg noch die eine oder andere Kuh mit. Du hast Glück gehabt. Ihr auch. Ich komme wieder. Gibt ja noch einen Rückweg. Gott, hier sind ja so viele Kühe. Ist ja lustig. Okay. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Und theoretisch kann man dann auf dem Weg auch noch mal ein bisschen Bäume fällen hier. Gibt es ja auch Bäume ohne Ende, wenn ich das gerade richtig sehe. So, aber erst auf dem Rückweg irgendwann. Es wird doch irgendwann noch dunkel. Was sagt eigentlich unsere Rüstung? Ja, die hält gerade so noch durch. Ich würde auch gerne mal unsere Diamantrüstung langsam in Angriff nehmen. Diamantspitzhacke und Diamantschwert haben wir. Noch mehr Kühe. Ich laufe jetzt einfach mal straight in die Richtung. Okay. Boah. Aua. So. Das Gute ist, wir regenerieren uns, glaube ich, auch mit einem halben mit keiner vollen Hungerleiste. Ja, Monster waren an, alles klar. Gerade noch überlegt, aber klar, wir haben ja schon zwei Skelette gekillt. Da war ja was. Oh. Oh. Was ist das für ein Berg hier? Unglaublich. So. Und dann geht das hier los. Irgendwann wird bestimmt ein Dorf kommen. Bestimmt. Weil wahrscheinlich suchen wir wieder ewig lange. Und dann, wenn wir keins mehr brauchen, dann finden wir eins. Das ist immer so. Ich habe das Gefühl, dass wir hier kein Dorf finden werden. Aber gut, schauen wir mal, warten wir ab, trinken ein bisschen Tee. Wir laufen halt auch ganz langsam, weil wir haben jetzt nicht so viel zu essen mit, außer halt rohes Rindfleisch. Und rohes Rindfleisch, das wäre halt schade, wenn wir uns da nicht noch ein paar saftige Steaks draus machen können. Aber wir hätten ja auch Kohle mitnehmen können. Dann haben wir ja einen riesen Kohleberg. Dann hätten wir ein bisschen Kohle mitgenommen, Ofen gebastelt, Fleisch reingehauen, Feierabend. Aber naja, gut. Lässt sich wohl nicht vermeiden. So, ich schätze mal, hier ist die Insel auch denn zu Ende. Ne, da geht drüben jetzt ja weiter. Hm. Na gut. Schwimmen wir ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ist das nicht die Richtung gewesen, aus der wir gekommen sind, als wir gestorben sind? Also jetzt so in den letzten Folgen. Da kamen wir ja auch an einem Dorf vorbei. Wo wir denn... Was wir aber, glaube ich, ignoriert haben. Oder haben wir da übernachtet? Ich weiß es gar nicht. Nee, haben wir nicht. Und die Blumen hier auch sehr schön. Wunderhübsch. So. Da drüben sind schon mehr Berge, aber... Es gibt, glaube ich, gar keine Bergdörfer, oder? Es gibt Wüstendörfer. Oh, das ist ein riesengroßer Lavafall. Schafe. Und das ist dunkel. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Nicht schon wieder. Das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Gehen wir mal auf eine erhöhte Position, vielleicht sieht man dann Kohle. Vielleicht sieht man dann Kohle. Vielleicht sieht man dann mehr, eigentlich, wollte ich sagen. Aber gut, die Kohle nehmen wir mit. Dann können wir das Fleisch braten und dann haben wir zumindest keine Hungerprobleme fürs Erste. Und dann können wir auch mal ein bisschen rennen hier, weil das ist in dem Tempo hier, kommen wir ja im nächsten Jahrhundert noch nicht da.
wo ich gerade Schafe sehe, man weiß wirklich nie, wie die Reise ausgeht. Wir werden jetzt hier einfach mal ein paar Schafe hauen. Da waren doch noch mehr, oder? Ich höre sie doch. Da sind Schafe. So, haben wir jetzt 3 Wolle, sehr gut. Dann können wir die restlichen Schafe hier am Leben lassen und jetzt wird es dunkel. Sekunde. Mal ganz heimlich die Playlist geändert. Und mir wurde ans Herz gelegt, die Musik doch ein bisschen leiser zu machen. Ist die Musik wirklich so laut? Ich habe jetzt die letzten Aufnahmen extra nochmal überprüft, aber die Musik ist gar nicht so laut eigentlich. Sie sollte ja trotzdem noch zu hören sein. Um eventuell Emotionen zu unterstreichen. Da ist schon ein Skelett. Ich glaube nicht, dass wir hier ein Dorf finden werden. Das ist ja alles sehr mysteriös. Haben wir denn noch Steine für einen Ofen? Nö. 2 haben wir. Super. Ich glaube, genug Holz. Ja, doch. Nee. Schleppen. Haben wir das Akazienholz? Ja, wir haben es ja alles zu Sticks verbraten. Wo sieht der fertig aus? Oh, es war, glaube ich, mal ein Dorfbewohner. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Unterschiede gibt bei den Texturen. Aber das sah mir aus wie ein Dorfbewohner-Zombie. Und der muss ja auch irgendwo herkommen. Oh, das ist halt wirklich texturenabhängig. Oh. Ich habe schon mal erwähnt, dass diese Jump'n'Run-Dinger nicht mein Fall sind. Ui, was haben wir denn hier? Hier so einen kleinen Durchgang. Da drüben sehe ich, glaube ich, schon wieder einen Kürbis und Kohle. Noch mehr Kohle, ganz viel Kohle. Ist hübsch hier. Kann man nicht meckern. Ich würde sagen, wir haben zwar noch ein paar Äpfel. Aber wir können ja die Nacht auch ein bisschen sinnvoll nutzen. Da wir uns ja jetzt kein Bett bauen können, so gesehen. Wir haben nämlich nur 2 Holz. Und 3 brauchen wir, ja. Ich sehe auch gerade, wir können uns auch gar keine Werkbank machen. Super. Also müssen wir erstmal Holz sammeln. Das heißt, super. Es ist immer schön, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Da ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, Holz. Ja, warum? Warum sollte man noch Holz mitnehmen? Ja. Wo bist du denn her? Ja, komm, scheiß drauf. Wo kam der denn jetzt her? Hallo? Wer ist hier? Jetzt glaube ich. Oh. Es hat sich angehört, als wenn der da runtergefallen ist. Die arme Sau. Dann müssen wir uns mal hier irgendwie hochbuddeln. So. Ja, auf jeden Fall nochmal, um auf die Musik zurückzukommen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das alle so seht oder ob das jetzt ein Einzelfall war. Es war in Folge 84 ein Kommentar, soweit ich weiß. Hier ist nochmal Kohle. Wir haben auch gar keine Fackeln, wa? Ach doch, 38 Stück. Sehr gut. Dann geht's ja. Sind wir hier im Berg drin, toll. Da müssen wir irgendwo mal noch wieder rauskommen. Also ich hoffe zumindest. Oben an der Spitze. Oh hier, das sieht nach Oberfläche aus. Ganz schön viel Schnee hier. Da kommt ein Zombie. Aber der ist kein Problem für uns. Der hält ganz schön viel aus, der Kleine. Aber hier hat man mal einen guten Überblick. Über die ganze Fläche. Hier ist das Lava-Ding. Hier wo? Könnten wir ja eigentlich mal zumachen.
So. Aber ich sehe jetzt hier immer noch kein Dorf. So wirklich. Schluck deine eigene Medizin. Haha. Da ist noch ein Zombie, ein Creeper, da ist ein bisschen Wüste. So. Der Creeper lebt anscheinend noch. Nee. Der ist hier eindeutig gestorben. Oh. Aua. Skelette in Rüstung sehen so kacke aus. Mal, stirb doch mal. Danke. Soll ich schnell meinen Baum hier wegholzen? So ganz heimlich. So, wie sieht's hier aus? Ist das hier safe? Nö. Okay. Oh Gott, da geht's da richtig weit runter. Was Eisen nehmen wir noch? Ma! Scheiß Fledermaus. Futzkopf. So. Ich wollte jetzt eigentlich keine Höhlenerkundungstour machen. Aber das hier sieht so vielversprechend aus. Ich würde mir das auf der Minimap auch markieren. Wenn ich eine hätte. Haha. Oh oh. Ja, komm. Das lassen wir mal lieber. Also jetzt nicht wegen den beiden Zombies, die sind jetzt das geringste Problem. So. Gehen wir hier zu dem Creeper Loch Eck Dings Bums Teil Gedöns. Ach, guck mal hier. Jetzt hat er den Baum weggerissen. Da drunter war noch Kohle. Meine Fresse, ey. Gibt's doch nicht. So. Erde nehmen wir mal mit. Haben wir nicht genug. Was wollte ich jetzt machen? Eine Werkbank. Zack. So. Werkbank dahin. Ofen. Ich denke mal, wir nehmen können hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Holen wir hier mal das rohe Rindfleisch rein. Können in der Zeit die Äpfel futtern. Und jetzt haben wir eh kein Essen mehr. Können wir mal die Zeit ein bisschen nutzen, hier den Baum mitnehmen. Ich meine, das helle Holz gefällt mir so gesehen eigentlich ziemlich gut. Vielleicht nehmen wir das einfach mal mit. Kann man sicherlich auf jeden Fall noch mal verwenden. So. Und es wird schon wieder hell. Es wird schon wieder hell. Es wird hell. Ma, da oben ist schon wieder. Hallo? Jetzt. Da oben ist schon wieder ein Zombie. Hallo. 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 Gut, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Die EP nehmen wir mit. So. Und dann nehmen wir mal hier den Baum auch noch mit. Bei dieser dramatischen Musik. Bäume abholzen! Ja. Voll übertrieben. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Tja, Ernie. Da hast du jetzt wohl Pech gehabt. Oh. Jetzt brenne ich hier, oder was? Vor Leidenschaft. Mal hier schön lecker Steaks.